Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Killer, neues Wer bin ich, Röhnchen? Ja, meine Freunde, das ist die zweite Runde Wer bin ich, weil die erste Runde, die haben wir, Mann. Das, Ladies, ist die zweite Runde von Wer bin ich. Die erste haben wir leider ein bisschen verkackt. Einmal ich, einmal Stefan, Belasto. Ja, Belasto Krasso. Deswegen machen wir jetzt hier den zweiten Anlauf, der dann auch hoffentlich online geht. Wir haben 93 plus Shapeshifter Footies plus einen von drei 92 plus Toti, Foot Geburtstag, etc. pp. Icon Stürmer. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir den besten davon picken. Ja, aus den jeweiligen. Und der muss erraten werden. Ich bin bei Stefan im Account drin. Stefan ist bei mir im Account drin. Wir haben eine positive Bewertung vorhin. Checkt auf jeden Fall das Video von Stefan ab. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verklatscht bin. Ich war heute sehr, sehr lange wach. Ich war sehr, sehr lange wach, Alter. Ich habe nicht viel gepennt. 4 Stunden gepennt. Es tut mir leid. Aber es wird schon irgendwie. Ja, muss weitergehen. Hey. Ist mein Spieler... ist ein Mann? Ist mein Spieler... ist mein Spieler... hat der eine Karte im Spiel, oder? Ja, cool, ey. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall geile Spieler zur Auswahl, geile Picks zur Auswahl. Heute mal nicht nur Icons, es kann heute reinkrachen und es muss heute reinkrachen. Endlich mal. Wir starten mit Footies aber auch, ne? Yes, wir starten mit Footies. Aber wir dürfen gucken diesmal. Wir dürfen gucken. Ne? Wir dürfen gucken. Ey, verlieren wir nicht mehr viel Zeit. Daumen nach oben, wenn Träumchen, checkt das Video bei Stefan ab. Da haben wir jedenfalls was aufgenommen. Und ja, würden wir nicht mehr sagen, let's go. Let's go. Machen wir nochmal, Come on! Okay, also wie machen wir es jetzt? Wir müssen den teuersten raussuchen, ne? Ja. Dann muss ich echt mal... Also die können nichts kosten. Okay, so, ich bin auf dem teuersten drauf. Okay, also ist das sehr eindeutig, wer der teuerste ist anhand... Und irgendwas bei mir ist hier nicht richtig eingestellt, weil der Spieler existiert hier nicht. Ach du Jemine, ey, ich dachte, das ist so ein bisschen Dings zwischen den... Ja, ich habe auch deinen teuersten. WTF, Alter, was ist das denn? Fang du an. Okay. Hat mein Spieler... Boah, ich muss erstmal komplett hier gerade mal gucken. Wir haben ja jetzt was anderes als Icons. Ja. Da muss man sich ja eigentlich neue Fragen überlegen hier. Da muss man mal reingucken. Ich fange jetzt nicht an mit... Habe ich hier so Shapeshifter oder Dings? Ich fange erstmal an. Hat mein Spieler ein Rating von 94 oder höher? Ja. Okay. Das ist schon mal nicht verkehrt. Kann ein paar ausschließen. Habe ich einen Angreifer? Ja. Oh. Dun, 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 dun. Wir nähern uns. Die Frage kannst du ja auch gleich bei Icon stellen. Das kommt dir auch gut, glaube ich. Das wäre so ein... Bei dir erwarte ich, da hilfst du mein Spieler 93 oder höher. Ist mein Spieler ein Spieler? So. Muss man erstmal halt abchecken, was es alles so gibt. Ich glaube, es gibt halt jetzt sehr viel von allem. Ich dachte mir gerade auch, was ist denn hier los, Alter? Spielt mein Spieler zentral, also zentral. Ja. Oh, 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 oh. Schon wieder ein bisschen was ausschließen. Ich sehe hier was Wildes auf mich zukommen oder auf dich. Jetzt muss ich halt langsam irgendwann eigentlich auch wissen, so, ist das vielleicht, ist es halt so ein pinker Spieler oder ist es ein grüner? Ich frag erstmal, ob mein Spieler 5 Sterne Skills oder 5 Sterne, mehr geht nicht, 5 Sterne Skills hat. 5 hat er ja, oder mehr halt, ne, kann auch sein. Haben die aber fast alle, ne? Haben die fast alle. Gefühlt, ja. Hat mein Spieler auch High Attacking Work Rate? Ja. Wichtige Frage, weil ich glaube, hat nichts jetzt ausgeschlossen. hat mein Spieler... check ich jetzt mal die Größe ab vielleicht? Ich glaube, ich check mal die Größe ab. Ist mein Spieler kleiner als 1,80 oder kleiner? Ja. Eieiei, boah, so ein kleiner Messi? So ein kleiner Messi? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele Spieler. Also es sind auf jeden Fall noch ein paar, aber... Die Mehrzahl ist, also die, auf die Karte von meinem Spieler, ist die zum größten Teil, besteht die aus, ist das pink, glaube ich, ne? Also pink würde ich jetzt sagen, nicht grün, pink. Ja. Pink, pink, pink. Steini.
Ich glaube, ich habe einen krassen Spieler gezogen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe was Geiles. Kein Kommentar. Kommt mein Spieler aus... Boah, jetzt wird's wild, weil es ist so gefühlt alles... kommt der aus Europa oder kommt der nicht aus Europa? Das wäre so eine Frage. Ich frage erstmal so, spielt mein Spieler in den Top 5 Ligen? Ja. Boah, dann ist es kein Messi. Ah, ist es jetzt ein Europäer oder ist es kein Europäer? Ist mein Spieler Europäer? Ja. Ach, was für ein Lauf. Stein hier heute mit Ja, Nein? Nur mit Ja? Bei mir gleich Nein, Ende. Ich weiß halt nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch eigentlich jetzt nicht hier direkt im ersten Versuch hier durchziehen. Also es ist jetzt Euro. Es spielt mein Spieler vielleicht in der... Er spielt in der La Liga. La Liga? Ja. Nee. Nein? Mhm. Dann bist du jetzt dran. Also gut vorgelegt, ey. Ich muss auch direkt hier aufs Ganze machen. Habe ich auch einen Stürmer, Offensivspieler? Egal ob zentral oder Flügel. Nein. Okay, dann ist halt auch direkt instant schon direkt gefühlt. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warte mal kurz. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Europäer und er spielt in den Top 5 Ligen. Er ist ein kleiner Mann und er hat 5 Sterne Skills. Das heißt, Insigne geht auch nicht, er spielt ja vorne. So, das heißt, Stürmer, Vitinha ist aber grün. Alvarez, Cresus sind ja keine Europäer. Lacazette, glaube ich, kann man gar nicht ziehen, weil der ist ja irgendwie, ich glaube nicht, dass der da drin ist. Griezmann spielt La Liga. Cherki war eine SBC, glaube ich, kann man auch nicht ziehen. Falcao ist kein Europäer. Dembélé, nee. Jota kann man dann theoretisch dann auch nicht ziehen, oder? Ich weiß nicht. Ich frag mal so, ist mein Spieler entweder eine SBC oder ein Objective gewesen? Nee, ich glaube nicht. Dann bin ich jetzt gerade ein bisschen lost. Aber ich glaube, du hast... Ja, das Problem ist, ich gebe dir den Tipp, ich muss dir den Tipp geben. Du hast jetzt eh ein Nein kassiert. Na, gib mir keinen Tipp. Ich will es selber versuchen, ich muss selber versuchen. Überdenk noch mal deine Auswahl, zwecks Putis. Ich habe einen Hero. From Zero to Hero. Weiß ich nicht, kann sein. Ich habe einen Mittelfeldspieler. Ja. Gut. Haben wir das schon mal? Mittelfeld. Ja, das wird. Du hast gesagt, der war okay, rein von der Price, von der Range und so. Ich habe einen zentralen Mittelfeldspieler. Ja. Flügel weg. Ein bisschen Dampf muss ich jetzt machen, bei dir wird es glaube ich nicht mehr so lange dauern. Wähle deine Fragen weise. Believe. Weise. Du kannst es. Mein Spieler ist ein Europäer. Da muss ich ja ein Nein reinknallen. Okay, aber das kloppt natürlich einiges weg, ne? Sehr, sehr viel. Boah, also, ich habe einen Stürmer. Beziehungsweise einen Central Forward. Ich habe einen 5-Sterne-Skiller und ich habe einen Europäer. Das heißt, es muss Antonio Di Natale sein. Ist korrekt. Der Mann ist gut. Der Mann ist sehr, sehr geil. Der kostet 350.000. Also, geiler Mann. Du hattest, ich dachte erst so, okay, Alter, Di Natale, Forlan, so. Nice, dann Bailey, ne? Bailey Dumfries, so. Dumfries ist noch ganz okay, aber Bailey so ist mittlerweile, weiß ich nicht. Aber Forlan kostet halt einfach straight gefühlt nur 30.000. Dachte mir, hä? Ja, 60.000. Ist alles gesunken. Ziehst du alles gerade in Packs. Aber die Natale 350.000 nehme ich mit. Aber ich bin dann jetzt dann doch ein bisschen weit weg. Du darfst jetzt auf jeden Fall nachziehen, aber wir müssen ein bisschen Konversation führen. Also. Zentral. Es ist kein Europäer. Ja. Ich guck mal, weil hier fällt gerade eine Menge weg. So, und die Maria ist Flügel. Eine Neymar ist vorhanden. Ein All-Over-Ryan ist Flügel.
Das ist Europäer. Europäer. Sonnesflügel. Ja, das ist bisher alles richtig. Ich guck gerade, ich gehe gerade mal ein bisschen durch. Die sind alles Flügel. Also da ging sehr viel weg. Wer kein Flügel ist, ist JJ Okocha. Der kommt mit rein. Coutinho kommt mit rein. Wobei Explosive. 93 plus. Hast du denn schon mal jetzt so, wie viele Footies und wie viele Shapeshifter hast du jetzt ungefähr? Die keine Europäer sind? Ja, also ich damit bin gerade bei, ich bin gerade gefühlt bei 4. Insgesamt nur noch 4 zur Auswahl. Also das, was ich gerade habe, ich kann die halt nicht filtern anhand Europäer, nicht Europäer. So Cahill zum Beispiel, aber der war SPC. 93 plus, ja, jetzt kommen hier auf der zweiten Seite kommen ein paar, aber auch nicht so viele. Vielleicht fragst du mal nach Rating. Vielleicht sortierst du mal ein bisschen nach Rating. Setz ruhig an. Ja, habe ich. Hat mein Spieler 95 oder höher? Okay. Ja gut, dann kann ich auf Seite 1 bleiben. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Aber es kann aus meiner Sicht kein Shapeshifter sein. Ich habe auch einen Footy gezogen. Ja. Somit geht das Shape-Ding auch weg. Ich weiß ja, bei dir ist das Glas, was so Spiele angeht, also meistens zu 99% immer halb leer anstatt halb voll. Jetzt musst du vielleicht mal ein bisschen umdenken. Lass das Glas halb voll sein. Also mein Stand ist jetzt, es kann nur sein Okocha, es kann nur sein der oder Coutinho. Klingelt gerade? Da ist nichts mehr viel. Also da ist noch was, da ist noch was. Ja, ich weiß, auch, zwei Stück noch. Also ich habe Neymar und... Huch, Moment mal, hier ist noch ein Touré. Den habe ich nicht gesehen. Die Maria, scheiße, wie komme ich denn jetzt auf den Zweig? Was habe ich denn da gerade gehört? Ich war gerade bei der Klingel. Wie kommen denn jetzt auf die... Ich weiß nicht, ob du mich dahin... Das Ding ist, Neymar glaube ich halt nicht. Es wird kein Neymar sein. So, Touré ist Premier League, Coutinho ist Premier League, Okocha ist Premier League. Ich habe 3 Premier League-Spieler gegen einen Ligue 1. Kommt mein Spieler aus der... Oh, wobei Overeyan ist... Ne, der ist blöd. Kommt mein Spieler aus der Premier League? Ja. Mein Spieler ist zentral. Ich bin genauso weit wie vorher. Also ich hab die 3 Stück. Welche? Beziehungsweise 4. Ja, ich hab... Ja, perfekt. Ich hab Jisung Park, Okocha, Coutinho und Yaya Touré. Der Rest ist alles Blödsinn aus meiner Sicht. Jetzt wäre die Frage, ist es eine Hero oder keine? Hab ich eine Hero, Footy? Ja. Okay, dann könnte es jetzt klingeln. Okocha wäre schon stramm eigentlich, 200k. Touré wäre komplett wild. Und Jisung Park kostet halt nichts. Scheiße. Der hat 5,5, der hat 4,5 und der hat auch 4,5. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe. Hat mein Spieler High? Hat mein Spieler High Work Rates? Ja. Damit ist Coutinho weg. Aus meiner Sicht, es ist nur noch Jisung Park und Yaya Touré. Und wenn du da eine Show machst für einen Jisung Park, von wegen setz mal hoch an. Da hab ich mir nicht verarscht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn Jisung Park ist, dann kann ich es verkraften, dass ich den nicht mitnehmen kann. Und Yaya Touré kostet 3 Millionen Euro zum aktuellen Stand. In keiner Welt ist der auf meinem Account. Aber es sind die einzigen beiden Spieler, die ich hier noch zur Auswahl habe. Weil JJ Okocha hat High-Medium Work Rates. Ich gehe mit. Habe ich Yaya Touré? Ja. Ernsthaft? Ey, was ist das denn, was ich gesehen habe? Der kostet so 3 Millionen! Oha, du hast den besten Spieler locker gezogen. Also Messi und Mbappé, okay, und Ronaldo. Aber was? Der kostet 3 Millionen! 3 Millionen! 2,9! Ja, es ist jetzt völlig egal, was hier oder hier drin ist. Du hast es ausgesorgt. Ja, sogar für EA Sports, FC. Guck mal, EA hat zugehört beim letzten Mal. Wir haben uns beschwert und es ist gut. Ey, ich glaube, ohne Spaß, ne?
Du hättest niemals gedacht, dass du so einen Spieler drin hast, oder? Hättest du nicht mitgerechnet? Safe nicht. Nee, ich bin halt nur... Ich habe im Gefühl gehabt, das war meine Game-Changer-Frage eigentlich. Habe ich eine Hero? Ja. Weil bei dir hier schon zwei waren. Und ich dachte für mich, komm, wenn, dann werde ich auch eine Hero haben. Ja. Oder da muss eine zur Auswahl mit bei sein. Und dass ich, dass Futti die teuerste war, auf die beiden Sachen so, da war ich gewesen. Ah, boah, Bruder, der hat aber wehgetan. Ja, der hätte wehgetan, wenn der weg gewesen wäre. Die schlechteste Stat auf der Karte ist 93 und das ist Pace. Mhm. 99 Physis. Der hat ein Ding-Dong da unten hängen. Alter, das macht gar keinen Sinn, wirklich. Ich würde sagen, hey, wir haben jetzt hier, wir können noch in das Toti-Icon-Ding reingehen. Ja, die Natale bei dir, ne? Ja, safe. Ist ja auch nicht schlecht, klar. Touré ist jetzt eine andere Nummer, aber die Natale. Voll wieder dabei. Bin ich. Den take man noch mit. I take, so. I take. Ja, GG. Boah, 3 Millionen. Richtig, kann man die verkaufen? Schade. Den discard ich dem nächsten Battleship. Warte ab. Ja, hier machen wir das gleiche Spiel, ne? Würde ich sagen. Ja, komm, auf angucken, geht's. Wir nehmen den besten. Toi, toi, good luck. Und es geht auf. Diesmal darfst du anfangen. Ich check einmal nur kurz, wer Eco teuerst ist, aber es müsste eigentlich ganz leicht zu sehen sein. Ich deckel mir das nur einmal. Ja, süße, süße. Easy going. So, ich darf anfangen. Ist eigentlich egal, ob ich den jetzt kriege oder nicht. Weiß ich nicht. 93 plus. 93 plus. Ja, gut. Hast du diesen Spieler noch live spielen sehen? Also jetzt nicht live im Stadion vor Ort, sondern vor der Flimmerkiste. Ja. Aktiv oder wurde. Ja, hast du? Ja. Gut, also fällt alles weg, was Richtung Pelé, Garincha. Hast du die Currywurst gesehen? Das ist jetzt die Frage. Wer ist denn Currywurst? Der dicke R9. Ob ich den gesehen habe? Wie alt denkst du, bin ich 22? Der dicke Ronaldo. Hast du den gesehen? Inter Mailand? Sicher hast du den gesehen. Klar habe ich den gesehen. Der hat uns damals bei der WM 2002 abgeschossen. Sicher hast du den gesehen. Denkst du, den habe ich nicht gesehen? Ist ja gut. Ich wollte mal ein bisschen hier so, weißt du, ein bisschen Trash-Talken hier. Ja, mach mich ruhig hin, als ich bin's. Danke. Gut, also hast du gesehen. Das ist ja schon mal was. Es können ja nur Stürmer sein. Das ist natürlich auch eine sweete Situation. Allerdings könnte es auch Flügel sein. Es sind nicht so viele Seiten, aber diesen Dingspunkt finden. Es sind zwei Seiten. Es sind halt aber auch vier Varianten, ne? Vier verschiedene Möglichkeiten. Ich mach's jetzt mal andersrum. Ich habe einen Nicht-Europäer. Falsch. Ja, sehr gut. Ich dachte mir, es ist ein smarter Mo vielleicht, aber ja, anscheinend ja nicht. Ich bin da ein bisschen schärfer rein. Ich habe einen Europäer. Du hast einen Europäer. Europa! Und ich habe einen Niederländer! Nein. Hätte ja sein können. Perfekt. Ich mag den Niederlands. Ich bin ja auch von den Niederlands. The Netherlands. Nöcken und Göken. Das Netherlands. Claudia. Boah, das Ding ist ja, das kann ja auch noch der Mittelstürmer, das kann ein Stürmer, das kann ein Flügel sein, ein Flügelspieler. Habe ich einen zentralen Spieler? Ja. Der ist zentral. Okay. Zentral. Du hattest mich nach der Zentrale. Boah, den mitnehmen, das wäre natürlich schon süß. Hat mein Spieler 5 Sterne Weakfoot? Boah, und wie der die hat. Fast sogar 6. Okay. 5 Weak. 5 Sterne Weakfoot. Weakfoot. Puh. Er ist Europäer, ne? Das haben wir. Ja, in Europa. Ich wollte nur nochmal ein Ja nehmen. Hat mein Spieler ein höheres Rating als 93? Nö. Okay. Ich habe aber einen zentralen Stürmer, oder? Muss eigentlich. Mhm. Ja. Weil die meisten Europäer sind irgendwie zentral. Habe ich denn Top 9 Nationen auch? Ja. Okay, so.
Und mein Spieler hat der ein Rating höher als 93? Ja. Der hält zufällig auch eine Trophäe in der Hand, oder? Ja. Dann, Steini, muss ich dir leider sagen, dass ich dich habe. Ich hab dich. Ich habe dich. Mein Spieler hat 5 Sterne Weakfoot, ne? Nein. Hä? Ja, ich wollte dich nur irritieren. Du warst mir zu sicher jetzt. Frech. Also, 5 Sterne Weakfoot. Ja. Ja, ist schon mal gut. So. Also ich schwanke jetzt zwischen einem Del Piero und einem Fernando Torres. Wobei meine Vermutung ganz stark auf Torres liegt, weil Del Piero nichts kostet. Das ist verrückt, weil der kostet nur 32.000. Um aber sicher zu gehen, Finale EM 2000, wann war denn das? 2020? Hat mein Spieler... Ja, das ist wild. Wo hat denn Del Piero gespielt? Der war doch immer nur in Italien. Juventus Turin. Ja, ne, der war doch so ein. Also, okay, es gäbe halt auch noch so Owen und so, aber das glaube ich nicht. Deswegen frage ich einfach, habe ich Torres gezogen? Hast du gezogen, ja, ist richtig. Let's go! Und wenn ich nur reinschießen darf, würde ich sagen, bei mir war es Patrick Kluivert. Ja. Ist richtig? In der Tat. Ja, cool. Ich darf den ja eh nicht nehmen, aber es war klar. Weißt du, was das Kuriose ist? Ich sehe so die Auswahl, sehe Rijkaard, Kluivert und Klose und denke mir so, ja, safe, beide 93er Rating, Klose, Kluivert, Rijkaard der wertvollste. Guck nochmal nach, Kluivert kostet 70.000 und Rijkaard, was kostet der? 12.000 oder so? Bei wen hatte ich, Alter? Ich hatte irgendjemanden, der hat hier einfach 13.000 gekostet. Ja, und deswegen dachte ich mir halt auch so, das muss ja irgendeiner sein, der ein bisschen was wert ist. Es muss ein Torres wenigstens sein. Ist es ein Duplikat? Das kann ich mal nachgucken. Ne, ist kein Dupli bei dir. Ja, dann nehme ich den mit. Dann Kluivert stoße ich dir aber ab, ne? Ja, dann musst du weg. Ja, auch, ne? Ja. Nein. Nein. Oh, er ist schon weg, er ist schon im Verein. Im Verein? Ja, bei dir steht hier einmal alles schön. Ey, Ladies, da war eine knackige Runde heute. Ich weiß gar nicht. Also meine Aufnahme sagt 30 Minuten. Ihr kriegt ja eh so minimal komprimiert. Ey, stell dir mal vor, diese Auswahl so in Mitte von FIFA. Mit den passenden Karten einfach so rein von... In Relation jetzt mal. Ja. Bisschen Glück da mal man sowas halt. von so einem Schlag Touré drin haben oder irgendwie sowas. Boah. Er zieht jetzt ein Yaya Touré und beschwert sich immer noch. Er hätte ihn gerne vorher gehabt. Ja, natürlich hätte ich den gerne vorher gehabt. Und nicht Yaya Touré, sondern bei einem anderen Event. Stell dir vor, sag ich, wie groß der Impact wäre. Wie sehr du so Pay-to-Win-mäßig über die Leute drüber rennen könntest. Wie frustriert die sind, weil die an dem nicht vorbeikommen. Den hätte ich dann ein oder andere Mal in der Weekend League gebrauchen können. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, aktuell kann man da gerade so FIFA-Menü-technisch so, muss ich auch sagen, bin ich auch gerade ein bisschen, weil man halt viel so nebenbei machen kann. Ne? Du kannst die ganze Zeit gefühlt 24-7 die SBCs da machen mit den 85 plus 10 Stück oder was, oder die 84er 10 Stück. Ballert mal in die Kommentare rein, ob ihr noch am Action machen seid, also was SBCs und so was angeht, oder ob ihr sagt, nee, für mich wird es jetzt Zeit, dass das EAFC-Ding kommt. Könnt aber gerne euch in den Kommentaren auslassen. Dann habe ich mal so einen kleine Agenda da. Checkt das Video bei Stefan ab, da haben wir jedenfalls was aufgenommen. Stefan, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich sage GG zu deinen Di Natale und Fernando Torres. Ich sage GG zu Yaya. Ja, ich danke dir. Wir sind jetzt raus, Yaya. Ey, wir sind raus. Macht's gut, Stellung halten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.